Hi Tim, Busfahrer hier, Spielekritik TV. Heute Section 8 Prejudice, keine Ahnung, in dem es darum geht, Leute abzuschießen in einem packenden Multiplayer-Abenteuer. Ob das Spiel. Ach, ich. Na egal, sorry. Willkommen bei der 4 Game. Ich glaube, das muss ich mal wirklich als Video machen. Okay, jetzt wisst ihr schon, wie das nächste Video aufgebaut sein wird. Ja, wir spielen das Spiel, welches ich gestern auch schon gespielt habe, nämlich Section 8, aber diesmal nicht den Einsatz. Also komischerweise ist das Spiel heute auf Deutsch, das fand ich ziemlich seltsam. Sondern die Eroberung. Schwarm ist, soweit ich weiß, ein Koop-Modus, aber wir spielen Eroberung, das jetzt ein Multiplayer ist. Ja, sollte man so verstanden haben. Und wir gehen auf benutzerdefiniertes Spiel und starten einfach mal den Serverbrowser und suchen uns gleich mal einen Server raus. Jetzt geht's los. Okay, ich kann aussuchen, wo ich spawnen will. Nur hier draußen geht's nicht, logischerweise. Und in diesen roten Kreisen passiert Folgendes. Ich zeige das einfach mal. So, ne? Und wir platzen in der Luft. Wie in echt. So. Aber wir haben hier in diesem Spiel das aller, wirklich das allergeilste Spawn-System der ganzen Welt. Denn guckt euch das mal an. Man wird aus 4 Kilometern aus der Luft rausgeschossen, nach unten weiter und BÄM! Auf seinen Füßen gelandet. Und dann kommt natürlich gleich der erste Gegner. Und ich bin verpufft oder so. Okay. Beschützen Sie den Infiltrator und erobern Sie den KP. Den KP, Kontrollpunkt? Ja, okay. Sie den Infiltrator zum KP. Ja, hallo, ich will jetzt auch mal was erklären. Also, das, vielleicht hat es einigen Leuten schon aufgefallen, es ähnelt etwas von diesem Modus, den Conquest-Modus von Battlefield. Beziehungsweise Battlefield ist ja nicht mehr der einzige Vertreter im Shooter-Genre, der das hat, aber war wohl doch der erste. Und deswegen. Ja, es ist so ähnlich aufgebaut, aber es geht nicht immer nur darum, irgendwie was... Kann ich das kaputt machen? Junge! Kaputt, Junge! Ach, sorry. Entschuldigung. Ich hab, glaube ich, wissen, Bier-Intus. Etwas. Nicht viel, aber etwas. Und ich habe einen Raketenwerfer mit 6 Schuss im Magazin. Auch gut. Aber okay, genug. Was wollte ich gerade erklären? So, nochmal vorbei. Tut mir leid. Ich sollte angetrunken keine Videos machen. Außer von Simulatoren vielleicht. Das geht noch in Ordnung. Ja, das ist nämlich hier ein bisschen so gemacht wie in Killzone. Eventuell kennen das manche Leute, dass man, man hat eine Map und da spielt man verschiedene Modi ab. Zum Beispiel, töte alle Gegner, töte diesen einen Gegner, hol dir das von dem Gegner und bring's in deine eigene Basis, etc. Und so ist das hier dann auch ein bisschen gehandhabt. Jetzt ist gerade infiltrat und soweit ich weiß, ich werde gerade von allen Seiten beschossen. Da so schnell hinzulaufen ist doch nicht so gut. Und das Thema wird komplett einfach mal gewechselt, weil ich mit F nämlich das machen kann. Weil ich mir eine Supporter-Klasse selbst erstellt habe. Weil ich... Toll, jetzt gehört es den Gegnern. Na, dann will ich es nicht mehr reparieren. Weil die Gegner jetzt meinen Kontrollpunkt da eingenommen haben. Ich sprinte hier rum. Ja. Darum habe ich das jetzt nicht. Kann ich das jetzt nicht mehr... Und los! Jetpack, lach dich auf! Stirb! So, Nahkampf habe ich jetzt nicht, weil ich das Messer nicht ausgewählt habe. Dafür habe ich was anderes, was viel cooleres. Nämlich das hier. Kann ich nicht mehr. Und ich bin tot. Läuft ja nicht so ganz rund gerade, ne? Ich weiß, ich bin in dem Spiel auch noch mehr oder weniger ein totaler Vollnoob, weil das Spiel ist sehr kompliziert, muss man erstmal sagen. Ich bin jetzt auf irgendeinem Rang, keine Ahnung, welchen Rang, ich glaube, ich war Level 4 oder 5 oder 6 oder 7 sogar. Schon weiß ich gerade gar nicht. Ich lande genau hinter dir und dann knall ich dich. Ababababab! Ich muss sagen, irgendwie mit Traps ruckelt das noch ein kleines Stückchen, aber das ist ein... Ich bin schon wieder verpufft. Und die Gegner brauchen relativ lange, bis sie sterben. Gleich mal nehme ich eine andere Klasse, um euch mal ein bisschen andere Waffen und andere Klassen und so zu zeigen. Denn immer nur mit den gleichen Waffen rumlaufen ist ja ein bisschen langweilig, ne? Es soll ja kein Pro-Skill-Gameplay sein, sondern eher eine Demonstration von diesem Spiel. Und genau das habe ich halt auch vor. Raketenwerfer. Töten. 5. Ich glaube, das war mein erster Kill in dieser Runde, oder? Ja.
Es gibt auch ein kleines Kaufmenü. Da kann man sich mit, also das öffnet man mit B, da unten steht meine Dollarzahl. Für alles, was ich mache, kriege ich Dollar. Kann ich zum Beispiel ein das bauen oder da, oder da kommt ein Gegner. Nee, 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 so geht das aber nicht, mein kleiner Fettsack. Wo bist du? Kontrollpunkt erobert. Schilde offline. Ja, und man merkt irgendwie, dass das Gameplay jetzt ziemlich hektisch ist und, weniger taktisch eigentlich. So, ich nehme mal eine andere Klasse hier, zum Beispiel Techniker, Lagerregal, ja, und wir nehmen den Sniper, was haben wir denn noch? Beschützer, Artillerie, aber Artillerie ist blöd, wir nehmen jetzt mal den Sniper und den packen wir mal dahin, so wo die Gegner sind, was eigentlich total wenig bringt, weil ein Sniper ja normalerweise nicht für den Nahkampf gemacht ist. Was hier allerdings auch wirklich so ist, denn, es gibt, soweit ich das jetzt beurteilen kann, zumindest hat man die nicht am Anfang, ob man die später kriegt, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, keine One-Hit-Sniper. Das heißt, mehrmals auf den Gegner schießen ist Pflicht. Mit einem einzigen Schuss wirst du im Nahkampf sowieso keinen töten. Was habe ich denn dabei? Ein Radar. Das nutze ich mal ganz kurz. Boom. Was das jetzt auch immer gebracht hat. Aber es sah cool aus. Und dann habe ich noch Messer. Nutze ich mit F. Das hat man ja eventuell schon in den anderen Video gesehen. Diese Kill-Moves gibt es hier nämlich auch. Bam! Ich bin so ein Pro-Sitze. Pro-Sitze! Ich bin ein Pro-Sitze, ne? Ja, ja, okay. Ich sollte, glaube ich, öfters doch Alkohol trinken und von meinen Videos, dann bin ich gut drauf und dann rede ich mehr und dann rede ich viel Scheiße und mir noch ein paar andere Let's Player angucken, auch wenn ich Let's Player nicht mag, aber die reden halt auch viel Müll. Warum hat er eine Pistole dabei? Wäre eine MP nicht irgendwie besser? Es gibt gar keine MP, aber wäre es nicht besser? Feindliche mobile Einheit gescannt. Achso, bevor ich jetzt noch weiter Nonsens rede. Komm schon. Noch einer! Nein! Komm schon! Komm schon! Ein Gegner! Was für eine Überraschung! Ein Gegner! Och nein! Ich nehme jetzt mal den Beschützer, weil der eine schöne MG hat. Die macht zwar kaum Schaden und ist auch nicht präzise und ist auch sonst nix. Die kann eigentlich nichts. Aber sie hat viel Munition und das sagt einiges aus. Und ich habe das Gefühl, dass man nicht die ganze Zeit in-game hört. Zumindest war es vorhin so, aber auf diesem Server ist das wahrscheinlich alles eingeschaltet. Achso, ich bin ein Idiot. Habe ich einen Raketenwerfer dabei? Ja! So, ich wollte jetzt nur mal demonstrieren, wie man von diesem MG getötet wird, ne? Okay, ich will kurz was anderes zeigen. Dafür gehe ich hier hin. Ich will nämlich jetzt das Kaufmenü zeigen. Und ich glaube, ich habe noch nicht genug Geld für irgendein Fahrzeug. Ja, es gibt auch Fahrzeuge. Das ist vielleicht auch schon einigen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man schon welche gesehen hat. Und zwar, da ist schon wieder ein Gegner in der Nähe. Egal, so. Hier haben wir verschiedene Türme, so ein Nachschubdepot, Sensor, Matrix, was auch immer das ist. Neo weiß es sicher. Minigun-Geschütz, Raketengeschütz, Flakgeschütz, logisch, ne? Und dann will ich diesen, ich will jetzt sparen, bis ich dieses Ding hier haben kann. Da gibt es noch einen Panzer, der ist gigantisch. Aber ich will jetzt warten. Dafür brauche ich jetzt auch noch 11 Dollar. Ich denke, das kriege ich hoffentlich in diesem Video noch hin. Will ich nämlich noch diesen Mac zeigen, weil der spielt sich relativ cool. Da hinten läuft zum Beispiel einer rum aus meinem Team. Also da in der Mitte sieht man ihn auf der Karte. Ich will da jetzt nicht extra hinrennen, ich will Geld. Geld, 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 Geld. Kontrollpunkt wurde vom Feind gehackt. Und ich werde beschossen. Hurra! Die Welt ist schön. Aber ich krieg dich schon. Nein. Hallo! Du brauchst sogar Reparatur? Ja, ich falsche Taste, aber... Nee, doch, richtig Taste, aber... Ja, okay, danke. So, weil man kann nicht nur sich selbst... Also man kann nicht nur Fahrzeuge reparieren, sondern sich auch selbst reparieren, sozusagen. Das hat man vielleicht im anderen Video schon mal mitbekommen, vom Singleplayer. Wer das aber nicht gesehen hat, der braucht sich das auch nicht mehr antun, denn das ist nämlich ein reiner Fail. Noch ein Dollar! Meine Fresse! Dann einfach...
Einfach Geld. Ich will den Dollar haben. Da ist ja ein Dollar drin. Okay, sorry. Okay, endlich. Hier runter kurz. Oh, da ist gerade ein Gegner gespawnt. Mit der gleichen Waffe wie ich. Aber ich bin besser. Oder auch nicht. Jetzt spawne ich mal ein bisschen außerhalb. Nämlich hier so, ganz geheim in der Ecke. Und dann... vielleicht stört euch das. Also ich denke, irgendwann wird diese Sequenz, auch wenn sie hammergeil aussieht, irgendwann wird sie nerven. Na, natürlich ist er auch schon wieder ein Gegner. Aber, das kriege ich hin. Ja, wenn meine Maus nicht so ein Maus-Delay... Warum ist so ein Delay jetzt? Also so eine Verzögerung. Nein, ich will nicht außerhalb der Map sein. Dann wird gleich mein System abgeschaltet. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn einer... Das ist ungefähr wie ein Bluescreen. Bin zwar dadurch noch nicht gestorben, aber ich denke mal, das fühlt sich auch an wie ein Bluescreen. Oh, nee. Ich hasse diesen Typ. Ich hasse diesen Typ. Ich renn weg einfach. Ich renn weg, weil ich mich gerade einem Kampf nicht auseinandersetze. Was? Perfektes Deutsch. Ja, gegen den will ich nicht kämpfen, aber gegen den kämpfe ich gleich, ne? Jetzt sind hier zwei Gegner. Moment, ich zeig gleich dieses scheiß Fahrzeug. Wenn ich tot bin, okay? Danke. Danke, Mann. Du Penner. Okay, das war jetzt aus Game One. Das war noch aus der Zeit, wo Game One eine hammergeile Serie war. Ist ja jetzt leider nicht mehr so gut. Muss ich leider sagen. So, und jetzt einfach hier hin. Hier hinten. Genau hier. Ja. Lande. Bam. Und dann drücke ich B. Und dann Linksklick. Und dann kommt da schon der nächste Gegner. Sorry, aber das regt mich gerade total auf. Wenn er jetzt mein Fahrzeug nimmt, dieses Arschloch. So, geht doch. Endlich. So, man kann auch springen. Das sieht ungefähr so aus. Das ist eher so ein hinter eine Wand Versteckmechanismus-Dings. Natürlich kann man mit dem nicht nach oben ziehen. Somit hat der jetzt keinen Vorteil. Aber dem ist es ja egal, dass ich da bin. Der lässt sich einfach beschießen von hinten. Wenn ich jetzt diesen scheiß Maus-Delay nicht hätte. Aber okay, das ist jetzt irgendwie eine schlechte... Na, zumindest ein Unterstützer. Unterstützer. Wie klingt das? Habe ich andere Waffen mit denen? Ich habe noch Nahkampf mit F, aber... Aber ich habe irgendwie keine Raketen oder so. Naja, lebt man halt mit. Und... Dafür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben. Aber er ist schon stark und er hat auch... Er ist stark und ist fair. Das macht Spaß und ist fair mit dem. Was macht Spaß und ist fair? Na, mit dem Mac spielen. Ja. Leute, kauft euch alle ein Mac. Das macht Spaß und ist fair. Ich sollte mit diesen ganzen SpongeBob-Witzen einfach mal aufhören. Da ist ein Gegner. Komm, 101. 101, Tom. 101. Okay, er besiegt mich. Nee, ich hab ihn. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Panzer. Cool. Ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Panzer hier sehe, deswegen, das ist eine Primäre. Egal. Ich bin angetrunken, ich muss Wörter nicht richtig aussprechen. Leckt der oder? Irgendwie scheint so, ne? Was gestern auch noch hier bei dem Spiel so war, also die deutsche Synchro ist gut, die deutsche Übersetzung ist aber schlecht, muss ich mal sagen. Dieses Töten! Aber was ja gestern noch war online, man hat auf ihn geschossen. Wenn er still stand, war es kein Problem, ihn zu töten. Hat er sich bewegt, konntest du so viel auf ihn schießen, wie du willst. Der hat einfach... Es hat ihn nichts abgezogen. Der hat einfach nicht getroffen. Schießt du mal nicht auf mich? Ich mach dich kaputt, Junge! Bam! Bam! Junge! Kaputt, Junge! Entschuldigung. Ich schieß doch auf dich. Wie viel? Systemabschaltung erfolgt in Kürze. Ja, irgendwie hier kann ich mir jetzt auch nicht, oder? Nö. Wo wäre ich eigentlich verschossen? Naja, das war's mit dem Video. Das Videolimit ist jetzt auch schon fast zu Ende. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Kurb-Modus oder vielleicht bei Angeln 2011. Wer weiß. Tschüss.